Wenn man jetzt eine Hausverkabelung neu macht, was soll ich da nehmen? Cat 6 oder Cat 7? Das Kabel muss ja irgendwo langlaufen und damit, so wie Strom, was parallel meistens liegt, nicht mit magnetischen Feldern in das Kabel einwirkt, ist das elektromagnetisch abgeschirmt. Diese Qualität der Abschirmung ist dann in diesen Cut-Definitionen wiederzufinden. Je höher die Cut-Zahl, desto besser ist es abgeschirmt, desto teurer ist auch das Kabel pro Meter. Wir haben bei Cut 6 1000 Mbit normalerweise Standardübertragungsrate. Die Qualifizierung kann aber auch Cat 6a bedeuten. Das ist eine besser vergütete Kabelqualität. Dann können wir bis zu 10 Gigabit erreichen. Und Cat 7 kann das auch mit 10.000 Megabit. Aber es gibt trotzdem noch einen Unterschied. Wenn man jetzt mal auf die Bandbreite schaut, das Cat 6 kann 250 MHz technisch übertragen. Das heißt, die Wellen, die da durch müssen, nicht Lichtwellen, sondern die elektrischen Wellen, das wurde bei Cat 6a verdoppelt. Und bei Cat 7 ist es noch weiter veredelt worden, von 500 auf 600 MHz. Also dieser Sprung ist nur noch ganz klein. Das heißt, eigentlich müsste die richtige Antwort lauten, wenn man wirklich ein bisschen größenwahnsinnig ist, so wie ich, dann gerne das Cat 6a verbauen. Der normale Standardhaushalt mit 1 Gigabit Anschluss zu Hause, und wenn man auch mehr nicht braucht, da reicht Cat 6 ohne A vollkommen aus und schont die Börse.